Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Weltgesundheitsorganisation bezeichnet Autisten als Menschen mit einer besonders tiefgreifenden Entwicklungsstörung. Und trotz dieser tiefgreifenden Entwicklungsstörung haben Autisten viele Stärken. Stärken, die auf dem Arbeitsmarkt eine große Bereicherung sein könnten. Zu diesen Stärken gehören beispielsweise eine ungewöhnliche Denkweise, die zu innovativen Lösungsansätzen führen kann. Das rationale Treffen von Entscheidungen, eine hohe Intelligenz und räumliche Logik, ein überdurchschnittliches Erinnerungsvermögen, Ehrlichkeit, Sensibilität, eine hohe Motivation und Zuverlässigkeit, eine gründliche und präzise Arbeitsweise, ein sehr gutes Zahlenverständnis und ein gutes analytisches Denken. Und trotz all dieser Stärken sind 90% der erwachsenen Autisten arbeitslos, ohne Beschäftigung. Und das ist ein Skandal. Das ist wirklich ein Skandal. Und hier muss viel geforscht werden, denn wir wissen viel zu wenig über diese Krankheit. Und das Wenige, was wir wissen, kommunizieren wir viel zu schlecht. Und die meisten Autisten sehen sich selber auch nicht als behinderte Menschen. Und viele Arbeitgeber haben einfach viel zu wenig Informationen. Schon der Zugang zur Arbeit, das Bewerbungsgespräch wird zum Riesenproblem. Denn die Antworten, die Autisten geben, sind nicht wirklich die Norm. Arbeitgeber glauben manchmal, da sitzt jemand von einem anderen Planeten einem gegenüber. Die Arbeitsverhältnisse, die Räumlichkeiten müssen angepasst werden. Großraumbüros sind zum Beispiel absolut unmöglich. Dann der Feststellung des Grades einer Behinderung wäre ein wichtiges Signal, eine wichtige Möglichkeit. Die gibt es, aber erstmal muss der Autist das auch wollen. Und zweitens ist die Feststellung, gerade in diesem Bereich, extrem schwierig. Also es gibt viel zu tun. Wir müssen endlich mehr forschen und wir müssen mehr darüber reden. Aber dennoch gibt es auch Hoffnung, ausgerechnet die Covid-Krise hat im Prinzip was Gutes gemacht. Wir reden immer mehr über Homeoffice. Und Autisten sind besonders PC- und IT-sensibel, haben da riesige Fähigkeiten. Und hier bietet gerade Homeoffice eine Riesenmöglichkeit und Chance. Danke.